Hallo Freunde, wir sind angekommen auf Burg Gutenberg. Ja, und das freut uns natürlich, denn diese Burg ist etwas sehr Besonderes. Wie ich schon vorhin in dem einen Video sagte, oder gestern war es, glaube ich, nein, im Rätsel, egal. Wie ich aber schon mal anmerkte, diese Burg, ja, die ich anmerkte, doch, merkte, wie gesagt, in der Geschichte der Burg, da, ja, habe ich ja gesagt, dass es eine besondere Burg ist. Ich glaube, das war in einer Ankündigung. Genau, ich habe eine Burg angekündigt und die habe ich zum Rätsel ins Netz gestellt. Genau, für euch zum Rätseln. Ich habe gesagt, da gibt es Tierveranstaltungen. Und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Hier gibt es Wanderfalken, Falken, Eulen und Adler, die hier fliegen können. Und bei der Flugschau kann man zuschauen. Also, wie gesagt, wir sind angekommen. Erstmal jetzt was Geschichtliches zur Burg. Übrigens auch die Schleuse Gundelsheim mit dem Schloss Horneck und nördlich von Bad Wimpfen auf einem Bergsporn zwischen dem Neckar und dem Mühlbachtal. Am 1. Mai 1393 stiftete der Mainzer Erzbischof Konrad II. Von Weinsberg in Mühlbach eine neue Kapelle, Prope Castrum Nominatum, Gutenberg, in der Nähe der Burg Gutenberg. Hierbei wird die Burg, die nach den archäologischen Befunden aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammt, zum ersten Mal auch urkundlich erwähnt. Als Lehen der Bischöfe von Worms gehörte sie den Herren von Weinsberg. Vermutlich hatten die von Weinsberg die Burg im Auftrag ihres Lehensherrn auch erbaut. Dem Bischof von Worms ging es hier um die Sicherung der Zolleinnahmen auf den Fernwegen in seinem eigenen Territorium. Und das kennen wir ja auch von heute, ne? Denn Steuereinnahmen waren auf Handelswegen schon immer wichtig und sind sie noch heute. Die Burg Gutenberg ist keine Gründung der Staufer, wie man ursprünglich so erzählte, sondern die vermutete Funktion der Burg als Teil eines Verteidigungsrings um die Pfalz Wimpfen ist nämlich nicht durch Quellen belegt und auch wegen der Rechtsverhältnisse nicht wahrscheinlich. Mit einer Urkunde vom 2. Dezember 1449 bestätigt der Bischof von Würzburg, dass er als Vormund der Söhne des verstorbenen Reichserbkämmerers Konrad IX. Von Weinsberg die am Neckar gelegene Burg Gutenberg mit den gesamten zugehörigen Dörfern samt allen Rechten, Nutzungen und sowie auch Zugehörungen für 6.000 rheinische Gulden an Hans den Reichen von Gemmingen verkauft hat. Nun, mit diesem Kauf wurde Hans von Gemmingen, genannt auch Hans der Reiche, zum Begründer der Linie Gemmingen-Gutenberg oder auch zu Gutenberg, in deren Besitz sich die Burg noch heute befindet. Mit dem Teilungsvertrag vom 1. Februar 1518 erbte Hans, der Enkel Dietrich von Gemmingen, gestorben 1526, den neuen Stammsitz der Familie. Unter ihm spielte die Burg in der Reformationszeit eine große Rolle, unter anderem auch als Ort für ein sogenanntes Religionsgespräch im Abendmahlsstreit der Reformatoren. Eine Belagerung im Mittelalter ist nicht bezeugt und auch im Deutschen Bauernkrieg von 1518 bis 1529 nahm die Burg keinerlei Schaden. Im Dreißigjährigen Krieg besiegten die katholischen Truppen unter Generalleutnant Johann Tesserles von Tilly im Mai 1622 das protestantische Heer unter dem Markgrafen von Baden in der verlustreichen Schlacht bei Wimpfen. Auf jeder Seite gab es 1500 bis 2000 Tote zu beklagen. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg ließ König Ludwig XIV. Von Frankreich 1689 die Kurpfalz und die angrenzenden Gebiete systematisch verwüsten. Obwohl immer Truppen durch die Region zogen, blieb die Burg Gutenberg durch glückliche Umstände in allen Kriegen verschont. Die Burg ging durch die Hände verschiedenster Zweige der Herren von Gemmingen-Gutenberg, der bei der Erbteilung begünstigt Philipp von Gemmingen 1702 bis 1785 überlebte seinen einzigen Sohn, so dass die Burg an den Zweig Bohnfeld-Unterschloss kam und darin beginnend mit den Söhnen von Ludwig Eberhard von Gemmingen zu Gutenberg
1750 bis 1841 im Besitz eines bis 1932 bestehenden Kondominats mehrere Anteilsgegner war. 1825 weilte Wilhelm von Hauff 1802 bis 1827 auf der Burg und hinter dem Namen Schloss Thierberg in seiner Novelle Das Bild des Kaisers verbirgt sich nämlich Burg Guttenberg. Den Fremdenverkehr auf der Burg begründete dann Gustav von Gemmingen zu Guttenberg 1897 bis 1973, der 1923 den Forstwirtschaftsbetrieb der Burg übernommen und das Sägewerk in Neckarmühlbach, welches noch heute existiert, gegründet hatte. Er errichtete 1949 das Burgmuseum und 1950 die bereits im Folgejahr erweiterte Burgschenke im Vorbau ein. Ebenfalls noch auf Gustav von Gemmingen Guttenberg geht der Einzug der heutigen deutschen Greifenwarte 1971 zurück. Nach Einzug der Greifenwarte steigerte sich der Fremdenverkehr auf der Burg immens, sodass man die Burgschenke 1972 nochmals um ein Selbstbedienungsrestaurant erweiterte. Gustav von Gemmingens Sohn Christoph von Gemmingen zu Guttenberg 1930 bis 1999 und seine Frau Gabriele geboren von Lersner, geboren 1935, führten die Verwaltung und den Ausbau der Burg fort. An der westlich der Burg, durch die Vorburg führende Straße, liegen die Gebäude aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. Der lange zweigeschossige Bruchsteinbau aus dem 15. Jahrhundert ist der Hauptbau. Der anschließende niedrige, zum Teil aus Fachwerk bestehende Bau, lenkt den Blick zum Tor mit den beiden Türmen, dem Eingangstor zur Vorburg in alter Zeit. Noch immer führt hier der Weg an der Burgkapelle vorbei ins Tal. Also das ist eine Straße, die ja, von einem Tal ins andere führt, durch die Burg hindurch sozusagen. Das spitzbogige, durch einen Wurferker gesicherte Tor stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und war durch zwei hölzerne Drehflügel zu schließen. Auch das gegenüberliegende zweite Tor, durch das man heute zur Burg gelangt, hatte seine Drehflügel auf der Seite zur Vorburg. Die Vorburg hinter ihrer Mauer war also für sich abschließbar und diente nicht dem Schutz der Kernburg. Die Vorburg umgebende Mauer wurde erst in der Neuzeit wegen der Fahrstraße an beiden Seiten eröffnet. So, die ersten Eindrücke können wir jetzt schon hier sehen. Ich glaube, ich werde ein anderes Stativ nehmen müssen. Dieses ist sehr locker hier, leider Gottes. Oder liegt das an meinem, vielleicht bis an der Rotierung? Ich weiß es nicht. Gut, egal. Auf jeden Fall können wir hier schon die ganzen Außenturmanlagen entdecken. Wow. Das ist mal eine Mauer. Die hat es in sich. Und man sieht einzelne Bauabschnitte. Hier ist einer der frühen Abschnitte, die aus dem 12. Jahrhundert stammen. Gut, es scheint schon ein wenig restauriert zu sein. Hier ist auch die Kapelle. Dort geht es zur Burgkapelle. Aber die schauen wir uns später mal an. Jetzt erstmal hier die Außenmauer. Ja, hier kann man ganz deutlich die einzelnen Schießscharten erkennen, aber auch erste Beschädigungen. Die kommen allerdings nicht durch einen Krieg. Diese Burg hat nie einen Krieg erlebt. Sie wurde nie genommen, sie wurde nie irgendwie zerstört. Aber wofür dann diese lange Scharte? Vielleicht war das gedacht als Abschreckung für das Pechnase. Ich habe keine Ahnung. Gut. Wow, da hinten der Burgfried. Aber den schauen wir uns später an. Jetzt schauen wir uns erstmal hier die Mauer hier an. Hier scheint die. Schauen wir uns erstmal das Mauer von außen an. Ja, das hat eine Doppelmauer, eine Außen- wie auch eine Innenmauer. Ja, logisch. Ringmauern waren meistens doppelt angelegt. Und später wurde sie wohl als Festung ausgebaut, wie man hier erkennen kann. Flugbetrieb. Ja, auch nicht schlecht, Herr Specht.
Das ist schon mal auf jeden Fall ein wenig witzig. Eine wunderschöne alte Eiche ragt über die Mauern empor. Schön. Hier muss man aufpassen, hier kommen auch mal Autos hochgefahren. Das ist dann nicht so schön. Wow. Überall diese langen Scharten. Das ist für mich etwas unerklärlich. Hier oben muss ich einen Ring befunden haben, worauf man gehen konnte, wie in Nürnberger Burg. Nicht Insel, bei der Nürnberger Burg meine ich. Vielleicht ähnlich wie dort vorne. Gut, gehen wir weiter in den Haupteingang. Ah, hier sind die Vögel untergebracht. Man hört sie. Könnte auch eine Harpie sein. Mein Handy wackelt dauernd. Ich werde, glaube ich, gleich mal ein anderes Stativ nehmen. So, ich glaube, das Gewackel dürfte jetzt vorbei sein. Ich habe ein anderes Stativ. Das ist nicht so locker. Ja. Sehe und greife war der Burgschenkel. Jetzt frage ich mich nur, ist hier drin Drehgenehmigung? Ist das hier erlaubt? Aha, eine Flugvorführung. Ja, man kann auch die einzelnen Erker erkennen. Aber diese Mauer wurde gut verputzt. Sie wurde etwas verändert in den vielen Jahrhunderten, obwohl sie ja nie irgendwie Krieg miterlebte. Na gut, warum auch nicht? Man hat eben auch viel ausgebessert. Schließlich ist die Burg bis heute in Familienbesitz. Und da ist es auch nur klar, dass man sowas erhalten möchte. Also Buckelquader sucht man hier vergebens. Wow. Ich werde mich jetzt erstmal darum bemühen, eine Drehgenehmigung zu erfragen. Wollen wir mal schauen, ob es funktioniert. Wenn nicht, ist der Ausflug hier zu Ende. Wir haben die Genehmigung, also echt spitze. Man darf halt nur gewisse Bereiche nicht, aber das ist vollkommen okay. Wir sind jetzt hier im Zwinger oder in einem Außenteil der Burg, wo es zur Flugshow geht. Ich drehe dann weiter, sobald die Flugshow vorüber ist, weil die darf man leider nicht filmen. Aber das ist nicht schlimm, vielleicht kann ich ein paar Fotos machen, die ich dann einfügen werde. Ja, dann würde ich mal sagen, bis nachher. Da oben, beim Rundgang. So, wie man hier erkennen kann, sind wir hier auf einer kleinen, geht es hier eine Treppe runter. Das scheint so ein Nebenanbau neben der Burg gewesen zu sein. Vielleicht war es mal eine Stallung früher oder vielleicht irgendein Abgang zu einem Wehrgang. Genau weiß man das nicht. Ist nichts Genaues überliefert. So, ab hier stoppe ich die Aufnahme, denn hier beginnt die Flugshow. Much better than we do during the day, dusk and dawn and during the night, as long as the light is available. We have dialogue, bitte ganz wichtig zu verstehen. Egal welcher Beutegreifer, wenn wir auf die Jagd auf 900 grams, Caracaras 11 species are existing on the American double continent. They are closely related to the fork, and so the Caracaras are closely related to the parrots, and so no birds of prey as well. You can find them from South America up to the United States. They're very common, taking over the role of crowbirds in some areas. They're very versatile. The peregrine falcon in normal cases is hunting for birds on the wing, but in rare cases it's known the peregrine falcon is even hunting for rabbits on the ground. But caracas are more versatile, so they're hunting animals on the ground. Die meisten eurer Eltern haben es auch nicht verstanden. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Hätten wir hier ein Kind mit 33 Kilogramm Gewicht und es wäre genauso verfressen wie unser Pogo,
dann würde dieses Kind zum Frühstück 10 Kilo Eckern 11 Kilo Fleisch runterschlucken, zum Mittagessen 11 Kilo Fleisch und zum Abendessen 11 Kilo Fleisch. Mama und Papa sind größer, das heißt, um diese Familie am Tag satt zu kriegen, bräuchte man vielleicht eine halbe Shetland-Pony. Was den Kind heißen gerade? Ich hätte da so ein schönes Einkaufsküken. So. Tyson, jetzt kommt er. So, we have Christian Reyes, which is the one which is coming towards me. It's the male bird. 7 years old. The other one is the female. 5 years old. They have a wingspan of up to 2.95 meters. Alita, nicht stänkern. Ich würde mich lieber setzen. Denn so schnell zieht sie die Gravitation nicht mehr auf die Bank runter, wie der dann runtergeflogen kommt. Gut. Alita, auf ihn. And the female is 5 years old. So, wingspan up to 2.95 meters, so it's the bird of prey with the biggest wingspan in Europe. And the weight, 7 kilos. A little bit more, a little bit less. So, you can find the species in Spain, France, Balkan Peninsula, and Asia. The biggest bird of prey, or the biggest, the bird of prey with the biggest wingspan, at least in Europe. Vultures are not only. So, Leute. Das war die Flugschau. Von über einer Stunde. Ja, beziehungsweise ich habe das Ganze ein bisschen gekürzt, ja, weil die ganze Show, das wäre, oje, oje, also das Video in der Länge von 2 Stunden. Und ich glaube nicht, dass euch das interessiert hätte. In diesem Sinne. Aber ich werde die gesamte Flugshow nochmal extern einstellen, also auf YouTube. Und dann kann man sich das da komplett ansehen. Also, wer dazu Interesse hat, sich eine Wildvogelflugshow anzuschauen mit Eulen, Adler, also Seeadlern und ich glaube, da gibt es auch einen anderen, sondern diesen nicht nur Seeadler, da gibt es auch diesen europäischen Seeadler und so weiter. Wie, ja, das könnt ihr eben einfach dem Video, die ganzen, das konnte ich mir nicht alles merken, die ganzen Daten. Und ja, auch noch ein paar Falken waren auch dabei. Schaut es euch an, wenn ihr da Bock drauf habt. In diesem Sinne, jetzt geht's weiter mit der Burg. So, wir sind hier im Eingangsbereich der Burg. Hier kamen wir eben her. Von links kamen wir, also von hier, von diesem Eingang hier raus, da war die Flugschau. Und jetzt sind wir durch das Doppeltor gekommen. Man kann hier ganz gut erkennen, dass das Doppeltor etwas versetzt gebaut wurde. Dies ist wichtig gewesen früher, weil man nicht direkt ins Innere der Burg schießen konnte. Somit hatte man zweimal Möglichkeiten, aufgehalten zu werden oder Feinde aufzuhalten. Auch hier sind die Verstärkungen der Mauer zu sehen. Hier oben auch noch ein Wehrgang und ein Wehrturm. Wir befinden uns jetzt in zwischen innerer und äußerer Anlage. Dies ist ein sogenannter Zwinger. Im Zwinger konnte man den Feind so richtig schön in die Zange nehmen. Ja, es ist eigentlich ein Burgenbau fast ein Standard, würde ich mal sagen. Hier rechts können wir in einen offenen Turm hineinschauen, der wohl irgendwie durch irgendwelche Gegebenheiten beschädigt wurde. Allerdings nicht durch Kriege, wahrlich vielleicht durch Baumängel. So, man kann erkennen, dass wir hier keinerlei Turmtreppenhaus mehr haben. Dies ist einem Brand geschuldet, der im 17. Jahrhundert hier leider wütete. Allerdings geschah dies durch einen Blitzschlag. Leider wurde es dann auch nie wieder aufgebaut. Eigentlich schade. So, hier können wir auch noch mal was erkennen. Hier geht es hinaus, das ist privat. Die Burg ist schließlich bewirtschaftet und bewohnt. Dies könnte ein Torhaus gewesen sein, wo das Torpersonal sich befand. Und hier eine Schießscharte. Wie gesagt, die Schießscharten wurden nie genutzt. Es gab keine Kriege und keine Bedrohungen. Dieses Gebäude wurde natürlich komplett saniert. Das kann man sehr gut erkennen. Mein Gimbal scheint sich gerade in Wohlgefallen aufzulösen. Ja, leider Gottes muss ich sagen, dass mein jetziger Stick, den ich hier nutze,
nicht gerade der beste ist. Naja, ich versuche damit heute mal klar zu kommen, bei der anderen muss erst repariert werden. So, es geht weiter im Text. Hier unten ist ein Kellergewölbe drin, da dürfen wir nicht rein. Und hier geht es in die Burg hinein, durch das Museum. Und somit werden wir das uns auch anschauen, ganz klar. Denn dann kommen wir auf die Mauer und auf den Turm vielleicht. Aber das werden wir gleich mal erfragen. Aber lass uns erstmal weitergehen. Hier links befindet sich, wie gesagt, das Wohngebäude der Leute und auch Wirtschaftsgebäude, beziehungsweise ist ein Teil des Museums mit darin. Etwas weiter vorne sehen wir die einzelnen Stockwerke und die Balkenlöcher der einzelnen Böden, die hier mal gewesen sind. Man kann sehr, sehr gut erkennen, dass hier 4 Stockwerke waren. Wow! Und gleichzeitig eventuell noch ein kleiner Innenhof. Dieses Gebäude wurde nachträglich errichtet. Es stammt aus dem 19. Jahrhundert. Dieser Anbau, er wurde einfach zwischenreihe gesetzt. Naja, gut. Wer es nötig hat, wer es braucht. Allerdings hier sieht man auch einen Toilettenerker. Diese Burg war schon sehr luxuriös. Es könnte sich aber auch um einen Kamin handeln, was ich eher glaube. Denn ich glaube, dass es hier einen Kamin hoch gibt. Um das Ganze eben, ja, die Wärme abzuführen. Hier kommt ein Auto herein, warte ich eventuell der Burg her. Wir haben sogar die Drehgenehmigung für hier im Museum. Unglaublich. Ganz nette Leute hier. So, dies ist eine Rekonstruktion dieser Burganlage. Ja, hier kann man ungefähr erkennen, wie eine eventuelle Erstürmung ausgesehen haben könnte. Aber diese Burg wurde ja nie genommen. Sie hat keine Kriege erlebt. Sie wurde nie zerstört. Und daher ist sie heute zu 90% erhalten. Das ist ein Schild. Darauf kann man noch einen Rest eines Wappens sehen, das man im Schild trug. Daher auch der Ausspruch oder der Begriff etwas im Schilde führen. Eine Ritterhaube. Und da war man sicher, wenn man das so ungefähr sehen könnte. Man sieht auch, dass die Menschen damals etwas kleiner waren, etwas zierlicher. Ja, darunter wurde ein Wams noch getragen. Aber sonst war das eigentlich ja, relativ unbeweglich. Hier sieht man ungefähr eine Szene, wie ein Ritterturnier ungefähr aussehen konnte. Oder ausgesehen. Ja, so konnte es ausgesehen haben. Genau belegt ist dies aber nicht. Hier sehen wir zum Beispiel erste Langwaffen, die aus dem 16. Jahrhundert stammen. Man kann die sehr gut erkennen an diesem Schaft und an der Schmiedeart. Weiter unten ist noch eine leicht wurmzerfressene. Sie ist etwas älter. Allerdings wurde sie erst um 1900 ein Geschenk war von Friedrich Marx, wie hier auch zu entnehmen ist. Steht hier zwar 1900 drauf, aber dies ist nicht korrekt. Diese Büchse stammt aus dem Jahre 1810. Hier nochmal ein Lauf an sich, ohne den Anschlag hinten. Man konnte diese Läufe auch austauschen. Hier ist die Kopie eines mittelalterlichen Vertrages. Hier geht es um die Burg hier an sich. Wer möchte, kann jetzt auf Stopp drücken und sich das vergrößern und mal durchlesen. Hier eine Art Stammbaum, wie das Geschlecht der Gemminger, um die es hier schließlich geht, also zu Gutenberg, wie es sich hier fortgepflanzt hat. Hier ist ein altes Buch von 1571. Ob dies allerdings jetzt echt ist, weiß ich nicht. Dessen bin ich mir nicht sicher. Hier ein rheinischer Goldgulden. Ich vergrößere den mal etwas. Und hier unten eine Illustration über ein Ritterturnier.
So, wir gehen diesen Treppe hoch und nehmen nur den ersten Gang nach rechts. So, und was sehen wir? Eine Wendeltreppe. Hier geht es schon mal nach oben. Das nehmen wir natürlich wahr und werden jetzt in den ersten Burgstock gehen, der natürlich immer höher war als ein Stockwerk bei uns. Der Boden hier ist übrigens nicht so alt. Er stammt aus dem 19. Jahrhundert. Er wurde damals bei der ersten Restaurierung eingebaut. Wir können hier eine rekonstruierte Küche sehen, die so aber nicht im Original mehr ist. Hier wurde einfach nur mal ausgestellt, die einzelnen Küchengefäße. Hier wurde Rahmen geschlagen und konnte mit dieser Kurbel darin ein Gewerk bedienen, was den Rahmen geschlagen hat. Eine Art Wok. Meistens waren Töpfe früher rund, da man sie über das Feuer hing. So konnte die Hitze sich wunderbar gleichmäßig verteilen und die Speise wurde schnell gar. So, hier haben wir einen Topf. Eine aus Kupfer. Sand ist darin. Und da hängt noch an einem Haken. Früher waren da meistens noch eine Kette daran. Man konnte dann den Zahn, wie man hier sieht, oder nein, das ist ein Kohlenzahn. Hier konnte man die Holzscheite oder Kohlen aus dem Feuer holen. Ja, das ist ein alter Spruch. Die Kohlen aus dem Feuer holen. Nein, dies ist kein Würfel, sondern darin konnte man mörsern. Je nachdem verschiedene Größen. Kupferpfannen waren auch beliebt damals, allerdings erst im 17. Jahrhundert. Das nennt man einen Römertopf, die gibt es schon ewig, seit dem 14. 15. Jahrhundert. Hier auch ein alter Bräter. Ja. Und diese Formen sind aus dem Anfang 20. Ende des 19. Jahrhunderts. Versteht sich, ein Kochbuch ebenso. Milch- und Weinbehältnisse und auch hier einige Küchenutensilien zum Steakklopfen, Käsemesser oder auch, ja, um Steak so Fleisch zu teilen. Hier ebenso Rettich oder was. Und hier Bierkrüge, das sogenannte Hafermaß. Hier ist die Bibliothek, allerdings ist diese nicht eröffnet. Ob wir da rein können, weiß ich nicht. Nein, die ist verschlossen und das ist auch gut so. Wer möchte, kann jetzt auf Pause schalten und sich das hier durchlesen. Gehen wir weiter. Hier sehen wir eine Altarszene aus der Kapelle der ehemaligen aus dem 16. Jahrhundert. Hier eine Sitzecke, wie sie im Original hier vorhanden ist. So saß man auch damals am Fenster. Nur das Glas war ein anderes. Meistens war es ein Putzenglas. Man sieht hier auch die einzelnen Verschönerungen, die in den Büchern sind, mit Goldverzierungen, Farbe. Dies wurde tatsächlich meistens mit der Hand nachkoloriert. Dies sind wahrlich alte Bücher. Unglaublich. Vorlutherische Bibelübersetzung. Dieses ist nicht die Übersetzung, sondern hier war diese Bibel. Die ist momentan wohl nicht vorhanden. Hier ist das Neue Testament. Aus Wittenberg, Original 1576 und von 1680. Eine Kirchenordnung des Herzogs Eberhard von Württemberg. So, schauen wir mal weiter. Auch hier ist ein wunderschönes, in Latein gehaltenes Buch. Es wird sich hier auch um die Bibel handeln, logischerweise, denke ich doch mal. Jawohl. Es ist aber ein Faksimile, also ein Nachdruck. Klar, das Original wird wohl irgendwo in einem anderen Museum sein. Eventuell im Gutenberg-Museum in Mainz. Ja, auch hier haben wir einen kleinen Altarschrein. Aber gut. Ein Gesangsbuch, das in damals in der Messe in Würzburg um 1480 mit Vermerken von Anna Elinorin, Herzogin von Württemberg, in dieser Kirche auslag.
Das hat, also diese Vermerke wurden von ihr selbst eingefügt. Wow. Das ist ein mittelbadische große Meer. Eine barocke Bibel, so steht es hier. Tübingen 1730, verlegt von Johann Georg Kotter. Okay. Ja. Dann gehen wir mal hier weiter. Und hier haben wir Ausschnitte. Älteste Handschrift des Gutenberger Archivs. Ja, wenn das eine Handschrift ist, wow. Dann muss ich sagen, verrückt. Foundation der Kaplanei, Stiftung der Pfarrer 1497. Oh, ja gut, dies ist natürlich eine Kopie. Das Original wird wohl wahrlich in dem Museum liegen. Älteste Nennung des Gutenbergs, 1296. Ja klar, das ist auch eine Kopie. Ja, das Original ist irgendwo klimatisch gesichert. Es würde sonst zerfallen. Da sieht man mal, wie eng man damals geschrieben hat. Also wenn man sowas lesen wollte, da tun einem die Augen weh. Wow. Ja. Hier haben wir nochmal eine Oblatenzange. Damit wurden Obladen gefertigt. Ja, damit haben die Kirche diese Obladen für die Messe gefertigt. Das Brot Christi sozusagen. Hier auch eine Androhung der Reichsacht. Die Androhung der Reichsacht bedeutet, man bekommt einen Bann angelegt und er muss dann sozusagen bis zu Kreuz kriechen. Der Canossa, der Gang nach Canossa, der wurde ja schon des Öfteren mal von irgendwelchen Königen Kaisern vollzogen. Ich berichtete. Ja, christliche. Oder einstündige, einminütige Bekenntnis nach dem Oberfürsten preußischer Konfession, bla bla bla, aus einer Vergleichung, bla bla. Ja, ich kann das noch lesen. Ich habe das noch gelernt, Leute. Unglaublich schöne alte Schrift. Auch ein Begräbnisbuch ist hier vorhanden. Ja. Martin Luther oben rechts. Hier wurde auch das Reformationsgespräch geführt auf dieser Burg. Aber ich erwähnte es ja in der Geschichte. Ja, das hat auch zusammen. Dietrich von Gemmingen hatte, wie gesagt, war auch mit der Wartburg in Verbindung. Und wer möchte, kann sich das jetzt hier im Original mal durchlesen. Gehen wir weiter. Schöne alte Stühle, eine alte Tür und schon diese alten Stufen ins nächste. Und hier haben wir sowas wie eine Streckbank. Ob die im Original aus dem Mittelalter stammt, weiß ich nicht. Es ist nur angedeutet, wie sie funktioniert. Hier oben hat man dann so eine Flüssigkeit in den Mund geschüttet, um ihn zu ersticken. Und hier hat man an den Füßen gezogen. Nun ja, ob dies wirklich so durchgeführt wurde, das ist nicht belegt. Man weiß aber, dass allein die Androhung schon gereicht hat, um ein Geständnis herauszufordern. Die Gerichtsbarkeit war nun mal nicht gerade, ja, nicht wie heute. Sie war schon sehr streng. Und wer möchte, kann auch jetzt wieder vergrößern und auf Pause schalten. Hier sehen wir ein altes Geschütz. Dies ist eine Rekonstruktion, kein echtes. Das Rohr könnte nachgearbeitet sein. Es stammt aus dem 18. Jahrhundert. Hier sehen wir mehr oder minder eine sogenannte Schandgeige. Hier wurde man den Kopf und den Arm eingeschlossen oder eingezwängt. Und wenn jemand betrogen hatte beim Brotverkauf, hat er dies angelegt bekommen. Ebenso, das waren Handschellen der damaligen Zeit. Etwas groß, aber damals kannte man es nicht anders. Ein Beil, was meistens zum natürlich nicht für das da war, was ihr denkt, sondern man hat es für das Holzhacken benutzt. So, auch hier noch alte Bücher, alte Auszüge aus den Gesetzen der damaligen Zeit. Zeigen, oder? Das können Sie. Ja. Ihr könnt mich auch zeigen. Komm, schreib mal. Stopp, Niklas, nicht dein Gemeinschaft. Nicht dein Gemeinschaft.
So, wir gehen weiter in der Geschichte dieser Burg. Und wir hören die Kinder. Und das ist doch schön, das ist doch Leben. Wir gehen nochmal durch die alte Küche. Die ist natürlich nur eine angedeutete aus dem 15. 16. Jahrhundert. Das Treppenhaus stammt aus dem 13. 14. Jahrhundert und ist noch in sehr gutem Zustand. So, hier können wir das Königsbuch entdecken. Das Bettlerbuch sozusagen. Und los geht's. Die Stufen hinauf in die Höhe. Zum nächsten Stockwerk. Hier haben wir so einige Jagdtrophäen der damaligen Zeit. Das Jagen war ja auch, ja, meistens diesen hohen adligen Leuten, ja, waren ihr Hobby, aber der Status, ja, sagt jetzt auch aus, man musste jagen, damit man ja, ein echter König wurde oder Ritter. Ja, die Erwartungshaltung. Hier haben wir einen Einbauschrank, Leute. Man sieht hier noch die Befestigung der einzelnen Scharniere. Hier war ein Boden drin. Hier haben Menschen etwas aufbewahrt, was wichtig und feuerbar. Vielleicht etwas Wertvolles. Die einzelnen Arten. Und hier gehen wir weiter. Wunderschönes Porzellan aus der Zeit. Es gibt in Deutschland eine Geschichte, wo die Welfen ihr Porzellan suchen, das sich zum Teil in Russland befindet. Diese stammt aus Ludwigsburg, aus dem Schloss Ludwigsburg, das sich allerdings aus der Barockzeit, ja, das aus der Barockzeit stammt, aus dem 16. Jahrhundert. Von daher sind diese nicht so alt. Hier sieht man eine Kielfeder. Hier wurde tatsächlich wieder Feder geschrieben. Man erkennt ganz gut den Federkanal und somit konnte man mit Tusche wunderbar schreiben. Auch ich habe das mal gelernt, übrigens. Taschenbuch, ja, daher der Begriff. Wilhelm Hauff, er hat ein Gedicht über diese, eine Novelle geschrieben, über diese Burg. Hier sehen wir noch einen alten Schultisch. Wir erkennen hier ein die Halterung eines Tintenfasses. Hier lag die Feder, der Federkiel drin, beziehungsweise man hat ihn auch hier oben reingesteckt. Ja, und hier konnte man dann die Feder abtropfen lassen oder auch trocknen. Ja, dann schauen wir mal kurz in die Seite rein. Hier sehen wir einen originalen Toilettenerker, ein sogenannter Abort. Naja, er funktioniert sogar noch. Unglaublich, man könnte tatsächlich noch, naja, ihr wisst, hier ist eine Glasscheibe drauf, sie ist gesprungen, man sieht, man könnte auf das Dach, ihr wisst schon. Ja, und das hier, damit der Geruch abzieht. Ja, auch nicht schlecht. Jetzt seht ihr mal, wie ein echter Toilettenerker aussieht. Genau so. Und meistens hat man beim Geschäft die Tür offen gelassen. Deswegen sagt man, man tut sein Geschäft. Ja, das waren Puppenhäuser der damaligen Zeit, womit man aber auch manchmal schon im Modell etwas gebaut hat, um der Burg herzuzeigen, wie es später mal aussehen wird. Also nicht nur zu spielen gedacht. Ja. So, hier ist eine Natursammlung. Sie ist ähnlich wie die Natursammlung von Hildegard von Bingen, die übrigens ähnlich solche Bücher verfasst hat. Und das sind originale Bücher, Leute. Sie sind sehr alt. Schätzungsweise ungefähr 15. bis 14. Jahrhundert. Dies ist auch nur eine kurze Ausstellung. Sie wird nicht lange andauern. Ja? Ich glaube, die ganzen Gewürze, alle möglichen Gewürze, Schwalkenbeerstrauch, Winterlinde, Weihrauchskiefer, Fichte, schwarze Johannisbeere, Pimpernussstrauch, fremder Mehldorn, Faulbaum, Mehlbeerbaum, roter Hasel, Weißdorn, wilder Apfelbaum, Rotbuche,
Lärche, wilde Kastanie, Zwergrüster, also Ruscha, also eine Ulme, Ahorn, schwarze Pappel, spitzblättrige Eiche, die richtige normale deutsche Eiche, Buchweide, die Lenne, schwarze Walnuss, Lorbeerweide, Steinholunder und zu guter Letzt haben wir denn die Zeder. Hier. So. Somit gehen wir weiter nach unten. Hier haben wir Küchenutensilien, Wagen, Maßbänder und so weiter, die man in damaliger Zeit verwendete. Die sind alles Ausgrabungen, die man hier getätigt hat. Auch Erdgeschichtliches tritt hier zutage. Dies ist übrigens ein Ochsenschwanz. Eine Jagdtasche. Und manche Frauen werden sich die auch umgehängt haben. Ja, und dies ist ein Instrument. Eine Posaune eigentlich. Pulvermaß, ja, damit wurde Pulver in die Büchse geschüttet oder in die Kanonen. So, und hier sind eben die einzelnen Tierchen ausgestopft, als Beispiel. Gut, kommen wir zu den Büchsen. Hier haben wir die verschiedensten Jagdbüchsen. Nur eine richtige Waffenkammer hier. Schon verrückt. So, hier haben wir die Pfeifen der damaligen Zeit. Auch Menschen haben schon damals Rauchwerk gehabt, Räucherwerk geraucht hat man. Aber diese kamen erst auf im 17. Jahrhundert. Und warum? Naja, Tabak kam ja schließlich aus der neuen Welt und war nicht so erschwinglich. Und dann war es aus der China-Zeit. Allerdings hier auch ein Faximile. Hier hat man Nähwerk und Fächer. Also alles so kleine Utensilien für die Damen von jetzt. Und natürlich durfte der Spaß nicht zu knapp kommen. Spielkarten und Spielmünzen. Auch damals hat man gerne mal gezockt. Wir haben die verschiedensten Stempel für die verschiedensten Anlässe, die Verträge und andere Dinge oder Urteile. So, hier haben wir kleine Schnipsdosen. Uhren gab es damals natürlich auch und Kompass, Kompen. Die sind natürlich jetzt nicht in Betrieb, die sind auch nicht in Ordnung. Die sind auseinandergenommen zum Teil, nur in Fragmenten erhalten. Naja, dieses, naja, ein Faximile. Souvenirgeschenke an alle Hofdamen. Wurde damals gern gegeben, sowie Fächer. Gut, gehen wir weiter. Schauen wir in den anderen Raum hinein. Und hier sehen wir Bilder. Auch eine Rüstung. Hier sehen wir Speere. Also das waren Kampfwaffen oder auch für die Wachen. Direkt benutzt wurden die aber nicht. Sie waren zur Abschreckung gedacht. Das Bein, was ich euch vorhin übrigens zeigte, in dem Raum, wo die Streckbaum stand, ich wollte wegen der Kinder nicht sagen, wozu sie war. Natürlich wurde sie zur Enthauptung genutzt. Nun mal so ein Lager in der Burg hier. Ein Lagerplan. Hier, ja, architektonisch, wie das Gebäude zu bauen ist. Das sind die Pausen. Hier das Zwischengebäude. Die ganzen Baupläne sind hier vorhanden. Auch für die einzelnen Aufteilungen und wie der Hof gestaltet sein soll. Hier sind die Verträge darüber. Und auch über die einzelnen Kriege. Und. Ein Stich aus der damaligen Zeit. Représentation de l'arrivée de sa majesté durch die, oh, was heißt das auf Französisch? Also Ludwig des 15. auf jeden Fall. Also hier steht die Repräsentation und das Erreichen der Armeen zusammen mit König Ludwig des 15. in der Stadt Strasbourg, also Straßburg. Hier ist er also an dem Tag eingezogen. Man kann da oben das
Straßburg am Münster erkennen. Ja, und Ludwig XV. War auch der König, der später sein alles vom Hals aufwärts verlor, zusammen mit seiner Frau Marie Antoinette. Die gesagt haben soll, wenn das Volk kein Brot hat, soll es eben Kuchen essen. Tja, römisches, altrömische Dekadenz eben. Das ist einer der Grafen von Gemmingen. Und hier seine Angetraute. Ihr Reinhard, Freiherr von Gemmingen zu Gutenberg, übrigens Karl Reinhard. Das scheint eines der ersten Fotos gewesen zu sein. Fotografie existierte ja früher schon im 18. Jahrhundert. Tja, hier hatte man ein Wassergefäß. Hier konnte man dann Wasser hineinfüllen, um sich die Hände zu waschen. Hier hatte man dann oben drin nur mal irgendwie Handtücher aufbewahrt oder was auch immer. So, hier kann man erkennen, wie der Neckar schon im Mittelalter aufgestaut wurde zum Teil. Denn schon damals hatte man die Möglichkeit, dies zu tun. Wobei, naja, hier hinten wurde gewaschen, wie man sieht. Oder lassen die Leute über den Neckar rüber, da er sehr flach war. Ich glaube eher, das war ein Durchgang, dass man auf die andere Seite kam, unbeschadet, mit einem Kastell am Ende, damit man die Stadt sozusagen verteidigen konnte. Hier kam also nur wer in die Stadt, der auch einen guten Neumund hatte. So. Hier die Schlacht bei Bad Wimpfen am 6. Mai 1622 zwischen General Tilly und dem Markgrafen von Baden. Ja, damals war es noch richtig hart. Das waren Kriege. Ungefähr 2500 Leben waren zu beklagen. Und darum geht's. Gehen wir weiter nach oben. So, vorsichtig. Ein Fenster, was eine Schießscharte darstellte früher. Wahrscheinlich war hier auch ein Geschütz drin. Oder es war ein Abbordwerk. Das weiß man nicht so genau. Darüber ist nichts überliefert. Diese Stufen sind schon leicht ausgetreten. Aber kein Wunder. Sie stammen aus einer sehr frühen Zeit. So, hier geht es weiter hoch in den Dachstuhl. Aber hier dürfen wir nicht hin. Hier geht es in den Gefechtsgang. Da gehen wir gleich rein. Hier ist eine Lego-Ausstellung. Naja. Eine Zunke aus dem 14. Jahrhundert nachgebaut. Ja. Hier sind diese Comics nachgebaut, nachgestellt. Und hier die Burg Gutenberg aus Legostein. Ich hörte gerade 30.000 Steine. Wow, das muss man erstmal machen. So, hier hinter diese Tür. Die ist privat, da kommen wir nicht hin. Und das ist gut so. So, gehen wir in den Wehrgang hinein. Hier gingen die Truppen durch im wirklichen echten Belagerungsfall, der hat nie stattfand. Man kann hier gut erkennen, dass hier das Fenster drin war und nicht hier, wo es heute sitzt. Und wir haben hier jede Menge Wanzen. Scheinbar haben Burgen ein Wanzenproblem. Lauter Wanzen und eine Wespe. Die freut sich jetzt über die Wanzen. Gehen wir weiter. Hier merkt man, dass das Holz, hier war ein Tor. Hier war ein Balken rüber, hier war eine Tür gestanden, eingebaut. Das Holz hier oben ist natürlich das neue, aus dem 20. Jahrhundert. 1964 wurde die Burg restauriert. Hier war ein Durchgang wahrscheinlich. Auch hier Wanzen, unglaublich. Gehen wir ins Freie. So, hier sind wir im Rundgang und haben zum ersten Mal einen Ausblick. Wow, über den Odenwald. Wobei das hier eigentlich kein Odenwald mehr ist. So, hier sieht man die Privatleute hier sitzen. Hier. Das filmen wir natürlich nicht, das geht uns nichts an. Da
Das ist privat und das soll auch bleiben. Wow. So. Und weiter, auch dort drüben ist eine Tür, die ist privat. Hier eine Feuerstelle, wozu sie immer gut war. Keine Ahnung. Vielleicht um die Wachen hier zu wärmen, die hier mal eins gesessen haben. Gehen wir weiter nach oben. Dies ist der Aufgang zum Turm. Ja, logisch. So, gehen wir hoch. Wow. Und jetzt heißt es, Zähne zusammenbeißen und kraxeln. Wow. Dies sind hölzerne Treppen, die im 20. Jahrhundert eingebaut wurden, um den Turm wieder begehbar zu machen. Das alte Treppenhaus war weggefault. Denn auch eine Burg kostet nun mal Geld. Und das Geschlecht hatte damals nicht immer gerade die Kohle, um das immer komplett aufrecht zu erhalten. Ja, so kann es gehen. Wow. So, hier kann man sehen, dass hier ein Balken drin lag. Ein sehr dicker Balken wahrscheinlich, der hier komplett drüber ging. Wozu der diente, weiß ich nicht. Auch hier. Oder waren dies vielleicht, waren da vielleicht Waffen drin, Schränke mit Schusswaffen. Ja, auch hier. Die Burg kann dann fliegen. Und Zickenprobleme. Unglaublich. Wanzen, Zecken, Giftgetier. Ja, was hier war, vielleicht eine Sitzecke. Schöne Verzierung in der Mauer. Wahrscheinlich haben wir sie hier auch mal aufgehalten. Das könnte ein Kamin gewesen sein, hier unten. Hier könnte man vielleicht Feuer gemacht haben. Ja, das war ja ein Wehrturm, der eigentlich gedacht war zum Türmen hier. Ja. Wenn man Türmen geht, ja, verschanzt man sich ganz oben im Bergfried, um ja, sicher zu sein. Wow, das Glas ist nicht im Original erhalten. Das ist klar, das ist nachgefertigt. Durch irgendeine Schlosserei hat man hier den Rahmen nachgefertigt. Wieder eine Wanze. Also scheinbar uraltes Gemäuer ist. Das sind auch Wanzen. Und ja, das ist im Original. Früher hat man tatsächlich Kies in den Zwischendecken gehabt. Dies diente wirklich zur Trittschalldämmung. So, die letzte Bastion nach oben und wir sind endgültig oben. Hui. Ja, hier fault der Balken weg. Leute, hier besteht Handlungsbedarf. Sonst kracht das Ding irgendwann mal runter. Das Kupferdach kam erst im 20. Jahrhundert, versteht sich. Ja. Also wer hier dreimal am Tag hochgeht, der braucht kein Fitnessstudio. Wahnsinnig schöne Aussicht über das Neckartal. Hier vorne das Schloss Hornberg. Die Burg Hornberg ist hier drüben zu sehen. Und man sieht, was der Neckar für eine Schleife am Hühnerberg macht. Hier hinten rum am Gipswerk vorbei. Und hier zur Schleuse Gundelsheim. Die Schleuse Neckarzimmern ist ungefähr dort hinten hinter der kleinen Hügel zu sehen. Und da drüben ist auch Ubrichheim. Und, ne, ja. Und hier schon. Hier schon ist hinter diesem Berg. Dort macht nämlich der Neckar eine 180-Grad-Kehre. Wow.
Und hier gibt es einen Rundgang, aber da bleibe ich, gehe ich jetzt nicht hin. Das muss nicht sein. Da sieht man auch nicht gerade mehr. Und in diesen Kugeln werden meistens Dokumente aufbewahrt. Die werden alle 50 Jahre geöffnet, um sie zu fotografieren oder zu dokumentieren. So, ich würde sagen, wir beenden erstmal hier diese Tour und gehen wieder nach unten. So, ich würde sagen, steigen wir wieder hinab. Und das ist nicht gut für die Knie, das sage ich euch. Hier oben auch viele Spinnenhuddeln, klar, logisch, in alten Gemäuer, in alten Holz. Das sind die Tiere. Feuchtigkeit lässt sich auf. Ja, gut. Scheinbar ist hier irgendwas undicht, aber so ist das nun mal im alten Gemäuer. Ja, man sieht, man hat sich tatsächlich Mühe gegeben. Allerdings dient dies zur notdürftigen Abstützung hier. Das ist ja noch nicht ganz fertig. Das sollten eigentlich mal hier richtige Steinsäulen rein. Allerdings wäre das vom Gewicht nicht gerade. Ja. Es wäre nicht förderlich, sagen wir so, würden wir hier Steinsäulen drin haben. Weil das Gewicht würde so dermaßen nach unten drücken. Und der ganze Turm wäre instabil. Hier war vielleicht auch mal eine Sitzgruppe. Also es war schon eine gemütliche Burg. Vor allem war sie komplett beheizt, was auch sehr luxuriös ist. Also die Menschen haben im Winter hier definitiv nicht gefroren. Und die Fenster, hier waren alle Fenster waren verglast, im Übrigen. Ja. Also sie war wirklich luxuriös erbaut, das muss man sagen. Ja, es war keine einfache Zeit im Mittelalter, das ist schon klar. Aber gegenüber anderen Burgen, muss ich schon sagen, war dies schon die sicherste Burg in Deutschland überhaupt. Wie gesagt, sie hat keine Kriege und keinerlei Zerstörung oder irgendwelche Beschädigungen miterlebt. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. So. Hier noch schön das giftige Fache erkennen, das Fachwerk. Oh. Und der Gang wieder zurück. Wow. Also hier zu leben, könnte ich mir so vorstellen. Hier drauf ist aber auch nicht mehr. Ja, hier ist die Lampe defekt. Der Start habe ich nicht mehr. Was ist das hier? Ja, das hat mir ja vorhin gefällt. Uiuiui, die Stufen haben ja unterschiedliche Höhen. Und das ist nicht gesund für die Fessel. Also für die Fußgelenke, meine ich. Also die Menschen damals mussten wirklich einiges erleiden, um hier zu laufen. Und das eventuell in Rüstung. Muss man fit sein, um hier des Öfteren hoch und runter zu gehen. Damit eine Drehung noch Kniegelenk erfährt, ist das nicht gut für den Meniskus. Das sage ich euch. So, wir sind am Ausgang angelangt. Wow. So, wir gehen wieder hinaus aus dem Museum. Hier drüben waren wir schon. Und jetzt geht's in die Burgschenke und später nochmal in die Kapelle. Und damit wäre es das dann für heute. Wow, hier war mal ein Fenster. Unglaublich. Oh. Jetzt kommen wir wieder zum Ausgang. Puh. Dieses Video wird gut 2 Stunden gehen, ungefähr eines meiner längsten Videos überhaupt. Wobei ich werde einen Teil
der Flugaufnahmen werde ich rausschneiden. Ich werde nur die schönsten Szenen mit reinnehmen. Die ganze Flugshow wird es extern auf YouTube geben bei mir, auch auf meinem Gesichtskanal. Und somit kann man sich dort die Zeit vertreiben. Jawohl. So, in diesem Turm befand sich übrigens, wie ich hörte, die Zisterne. Hier sind die ganzen Vögel untergebracht, die wir vorhin gesehen haben. Und hier ein Souvenirshop. So, wir sind erstmal Ende von Teil 2 angelangt. So, hier haben wir die Burgschenke, allerdings nur ein Nebengebäude. Den Rest brauchen wir nicht aufmachen auf Film. Den brauchen wir nicht. So, wir werden jetzt aus der Hauptanlage hinausgehen und zur Kapelle zu gelangen. Denn die schauen wir uns auch nochmal an. Also bis gleich. Ja. So, hier haben wir einen nachgebauten Pranger. Da kann man sich fotografieren lassen, wenn man im Pranger ist. Man wurde angeprangert, wenn man zum Beispiel etwas Kleines verbrochen hat, ein Brot zu leicht gemacht und zu viel dafür verlangt hat. Also wenn man Betrug begangen hat. Dann bekam man ein Leibbrot umgehängt und wurde für mehrere Stunden in den Pranger gesetzt. So, hier drüben geht es zur Burgkapelle. Zumindest steht dies auf diesem Schild. Da bin ich mal gespannt, wo die sich befinden soll. Hier ein Garten. Vielleicht wurden hier mal Kräuter angebaut. Also die Burgkapelle ist zu weit unten im Tal. Also das geht hier diesen Weg hier runter, hier hinten und dann noch ein paar Serpentinen. Das ist momentan zu weit für uns. Hier auch nochmal ein kleiner, wunderschöner, angelegter Garten. Wir werden versuchen, eventuell uns schlau zu machen, wie wir da vielleicht mit dem Auto hinkommen. Also die Burgkapelle war für uns nicht mehr erreichbar. Da den Berg runter, das konnten wir, wollten wir uns nicht mehr antun. Aber ich hörte auch, dass die Kapelle so oder so nicht begehbar ist. Gut, dann eben bei einem nächsten Besuch, wenn wir hier mal auf der Burg Hornberg sein werden, irgendwann jetzt in der Sommerzeit, dann werden wir die mal nochmal mitnehmen. Ansonsten war es eine wunderbare Anlage. Vor allem, was mich fasziniert hat, waren die Flugvorführung der Falknerei, beziehungsweise der, ja, diese, ich weiß nicht, wie nennt man das nochmal? Diese Greifenwarte, die dort existiert. Also es war schon, gerade die Geier, die haben mich richtig fasziniert. Aber ihr werdet ja dann im Video schon gesehen haben jetzt. Wir machen uns ab auf Weg nach Hause. Vielleicht werden wir unterwegs noch wo einkehren. Gut, dann verabschiede ich mich sozusagen von dieser wunderschönen Burgenanlage. Das war die Burg Gutenberg im Übrigen aus dem 13. 14. Jahrhundert. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst dann Bescheid. Däumchen bei mir lassen, das wäre doch nicht schlecht. Und ja, wem das Ganze überhaupt gefällt, was ich tue, ja, wisst ihr ja, was wir machen müssen. Das muss ich euch jetzt nicht noch weiter sagen. Ihr kennt den Knopf. In dem Sinne, macht's mal gut. Bis demnächst auf meinem Kanal. Wir sehen uns bei der nächsten Burg oder irgendeinem anderen wunderschönen Video. Bis dann, haut rein und dort sehen's.